In diesem Hadith, und darum hat er ihn eigentlich angeführt, geht es darum, er sagt ja hier, dass das Liebste, das Allah Ta'ala den Dienern ja, von ihnen verlangt, die Wajibat sind, die Pflichthandlungen. Und dass der Mensch sich so lange Allah Ta'ala annähert, emsig und mit Mühe annähert, durch die Nawafil, durch die freiwilligen Handlungen, bis bis er ihn liebt. Und wenn er ihn liebt, dann nennt er den, also wenn diese gegenseitige Mahabba da ist, die Folge davon ist, und hier beschreibt er den Zustand dieses Menschen, فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطُشُ بِهَا. Und wenn ich ihn liebe, dann bin ich sein Gehör, mit dem er hört, und sein Auge, mit dem er sieht, und seine Hand, mit der er greift. Was ist damit gemeint mit diesem Teil hier? Also eins ist damit ganz sicher nicht gemeint, mit Konsens der Muslime, damit ist nicht der Hulul und der Ittihad gemeint, Inkarnation. Die Inkarnation Gottes in den Menschen. Das ist nicht damit gemeint. Genau, gemeint damit ist, dass er all seinen ganzen Körper und seine Fähigkeiten und seine Kräfte alles in den Dienst Allah Ta'ala stellt und damit nur noch nach seiner Zufriedenheit trachtet. Nicht? Dass ihn nichts anderes mehr bewegt und dass er yani erfüllt ist von diesem Verlangen und von dieser von dieser Initiative, wenn man das so nennen kann. Hier der Hadith definiert auch indirekt den Wali, wer der Wali ist. Allah Ta'ala sagt, in awliya'uhu illa al-muttaqun. Seine Awliya, die Awliya Allah sind ja nur die Muttaqun. Der Begriff al-Wali kommt von dem arabischen Begriff waliyun, al-waliyu. Al-waliyu ist die Nähe. Al-Wali ist also der Allah nahe steht durch die Ausübung, durch das Ausleben der Pflichthandlungen und das intensive Ausführen der Nawafil. Der Nawafil, al-Ibadat. Yeah.